Willkommen zurück, Leute, bei The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir möchten in die Stadt, denn wir müssen dort ein paar Leuten helfen. Das ist jetzt von höchster Priorität. Oh. Nein, Leute, ich habe nicht den Mauszeiger im Bild vergessen. Aber so könnte ich ihn tarnen. Ja. Wir wollen in die Unruhstadt, yeah! Und zwar in die Nordunruhstadt. Ach, wir sind viel zu früh. Aber hier in der Nordunruhstadt, in der ersten Nacht, gibt es einen kleinen, nennen wir es mal Zwischenfall, mit diesem netten Herrn hier. Ich mach doch gar nichts Verbotenes, wirklich nicht. Kommt sie denn schon? Lassen wir mal die Zeit wieder normal laufen kurz. Damit wir hier nicht allzu lang viel Zeit verdödeln. Jo. Ich weiß nicht, normalerweise erzählt einem das eine Vogelscheuche. Warum sie es uns diesmal nicht erzählt hat, weiß ich nicht. Ich glaube, um 11:30 Uhr kommt die Oma. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich finde es immer noch voll dunkel. Kann ich eigentlich die Helligkeit von meinem DS irgendwie erhöhen? Und? Nein? Oh. Aber wieso nicht? Was ist denn mit der Omi? Hier muss eigentlich eine Omi kommen, wisst ihr? Hallo, Dieb. Ich meine natürlich ganz ungewöhnlicher Typ, der nichts zu verbergen hat. Ach, da ist sie ja. Das hier, meine Freunde, ist eine kleine Omi. Hallo. Verzeihung, bitte. Ist sie nicht süß, die kleine Omi? Wie sie da ihren Weg entlang läuft. Wir haben eine Zwischensequenz. Ich kann mich nicht bewegen. Autsch, pass auf! Haltet den Dieb! Gib einer Dame sofort die Tasche zurück! So. Ja, danke, du hast ihn vertrieben. Jetzt können wir endlich große Bombentaschen anbieten. Vielleicht stelle ich sie schon morgen ins Schaufenster. Ich muss dir wohl danken. Dies ist zwar eine gefährliche Maske, aber du kannst mit ihr auf dem Karneval dein eigenes Feuerwerk machen. Die Maske ist mega cool. Wir können. Es ist eigentlich. Wir können damit Bomben platzen lassen. Yeah. Uhu. Wir können damit etwas explodieren lassen. Und ich will mal ganz kurz nochmal die Zeit verlangsamen, weil wir haben noch eine kleine Aufgabe. Du-du. Wir müssen nämlich noch kurz raus. Also die Kabummaske, gell? Boom! Wenn wir sie explodieren lassen, ouch, dann zieht es uns Energie ab. Aber, ja, genau, da will ich eh hin. Aber wenn wir unser Schild benutzen, passiert uns nichts. Ich muss gerade mal suchen, welcher das war. Aha, da hinten, ich sehe ihn schon. Seht ihr, da ist ein Mann. Und der tanzt. Link, bitte bring dich nicht um. Hi! Bitte verschwinde nicht um eins. Nicht länger bin ich Teil des Lebens. Ich bin traurig wie der Mond. Meinen Tanz konnte ich nicht schenken der Welt. Übersetzung: Ich bin sauer. Ich bin tot. Oh, mein Verlangen war es, die Welt durch meinen Tanz zur Einheit zu führen. Übersetzung: Hätte ich nicht so viel gelabert, sondern Tanzstunden gegeben, müsste ich jetzt nicht so viel Schwachsinn reden.
Kamaru, der Geist eines legendären Tänzers, findet keinen Frieden und tanzt im Mondlicht. Wir wollen ihn befreien, denn wir kennen ganz zufälligerweise das Lied der Befreiung. Wie eigenartig. Das ist ja ein Zufall. Du, du, du. Lass meinen Tanz sich über das Antlitz der Welt verbreiten, lehre ihn meinen zukünftigen Jüngern. Übersetzung, ich habe ihn dir beigebracht, also sorge jetzt dafür, dass der Tanz ein Hit wird. Und damit bekommen wir eine weitere Maske, mit der wir tanzen können. Das sieht ziemlich witzig aus, wir haben genau 1 Uhr nachts. Du hast von Kamaru, der keinen Frieden fand, den Tanz gelernt und Kamarus Maske erhalten. Ich zähle auf dich. Übersetzung, ich zähle auf dich. Beste Übersetzung ever. Kommen wir da so wieder hoch? Nein. Genau, was ich euch zeigen wollte. Wenn wir das Schild nehmen und bumm machen, nehmen wir keinen Schaden. Aber ich glaube, die braucht ein bisschen, bis sie sich wieder auflädt. Oder haben die das jetzt verändert? So, nachdem wir das alles erledigt haben, gibt es für uns immer noch was zu tun nachts hier in Dingsbums da. Und zwar haben wir doch die beiden Ladies getroffen, die so einen Tanz tanzen wollen, aber es nicht schaffen, weil sie zu schlecht sind. Und zwar waren die gar nicht hier, sondern in der anderen Stadt. In der westlichen Stadt. So ein Mist. Dann müssen wir eben zur westlichen Stadt gehen. Ich möchte gern Geld einzahlen. Alles, ja. Tschüss. Wir können noch mehr Rubine holen mit der Kabum-Maske. Oh, das machen wir auch schnell. Dann kriegen wir die große Geldbörse. Das ist gut. Masken. Kamarus Maske. Mädels, ich zeige euch, wie das geht. Ich stehe nicht richtig. Ah, jetzt. Ist das nicht mega episch? Ich finde diesen Tanz sehr, sehr toll. Aha, aha. Die Maske beobachtet... die Maske. Der Wache beobachtet das alles sehr, sehr aufmerksam. Danke, dass du uns diesen Tanz beigebracht hast. Du bist unser Meister. Und wir haben ein Herz gefunden. Und damit haben wir ein neues Herz. Ah, es werden Verknüpfungen hergestellt. Das ist ja cool. Meister, ihr seid großartig. Ja, ich weiß. Danke. Ja, jetzt gehen wir schnell Geld holen. Denn wir haben ja noch Zeit, meine Lieben. Zeit, Zeit, Zeit. Wobei, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit. Ich warte nämlich auf einen Besuch. Und wenn der jetzt dann gleich klingelt, muss ich den Part wieder unterbrechen. Oh, war ja. Eigentlich war das nicht so klug. Klau. Ich habe keine Mitgliedsmaske. Die kriege ich doch erst voll spät. Oh, du lässt es mir gleich offen. Das ist aber nett. Damit können wir nämlich mit der Kabum-Maske, da wir noch keine Bombentasche haben. Oh, die können wir uns eigentlich auch kaufen. Ja, ja. Aber hier hinten gibt es eine Kiste. Ihr seht es schon auf der Karte. Boah, Gott. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen erschreckt, um ehrlich zu sein. Pom, können wir hier die Wand sprengen. Und in dieser Kiste sind 100 Rubine drin, normalerweise. Die können wir uns auch jeden Zyklus holen. Also an Geld mangelt es in diesem Spiel jedenfalls nicht, wenn man weiß, wo es ist. Wenn man das natürlich nicht weiß, dann dauert es ein bisschen, bis man das ganze Geld zusammengesammelt hat, das man gerne hätte. Nicht wahr, meine lieben Leute? So, wir gehen jetzt erst einzahlen.
Damit wir die große Tasche kriegen und dann gehen wir wieder abheben. Das war die Nordunruhestadt, richtig? Das war falsch. Richtig, das war falsch. Oh Mann. Egal, was soll's. Egal, Fisch frisst Fisch. Njom. Hi. Ich möchte Rubine einzahlen. Und zwar 99. Boah, du hast 100, 200 Rubine gespart. Yeah, hier kriegst du die größere Tasche. Danke. Der Stammkunde der Bank. Du hast bei der Bank 200 Rubine einbezahlt und als Geschenk die große Geldbörse erhalten. Yay. Yeah. Ja. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen eh bis zum nächsten Tag warten, weil dann erst die... Oder? Oder verkauft sie sie doch schon vorher? Also, wir können ja mal schauen. Wir haben jetzt halt kein Geld und müssen dann eventuell wieder zurück. Aber das macht ja nichts. Oder verkauft sie die große Bombentasche erst später? Ja, bitte? Ah, das Notizbuch. Du bist also ein waschechter Bomber. Boah, ich sag dir alles, was ich weiß. Anjo, das Mädchen vom Gasthof, macht sich anscheinend Sorgen, weil Kaffei, ihr Verlobter, verschwunden ist. Oh, Hinweise. Ah, danke. Aber da schauen wir jetzt trotzdem nicht nach. Das machen wir in einem anderen Part. Erzählst du mir das mit dem Lied? Nein. Ah, ja. Doch, will ich. Doch, will ich. Erzähl's mir nochmal. Wollen wir tanzen? Nein. Ja. Oh yeah, spielst du das Lied rückwärts, kannst du den Fluss der Zeit verlangsamen. Und spielst du jede Note zweimal, bewegst du dich vorwärts bis zum gewünschten Zeitpunkt. Was? Nein. Lass mich gehen, bitte. Ich wollte eigentlich zum Bombenshop, der rund um die Uhr geöffnet hat. Das ist nämlich mega gut. Aber ich bin eine Tür zu früh reingegangen. Ha, ganz schön dämlich. So. Du, 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 du. Aha, aha. 90 Rubine. Okay. Das schaffe ich zu besorgen. Es ist so hell. Draußen. Also, ich beschwere mich jetzt nicht, dass es hier drin zu hell ist und ich nichts sehe. Aber es scheint draußen so blendet total. Hi. Ich brauche 90 Rubine. Okay. Jetzt kostet es auch noch Geld. Ich glaube, ich spinne echt. What the fuck? Das ist eine Unverschämtheit, ist das. Hallo. Entschuldigt die kleine Unterbrechung. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt Pause hatte. Oh je. Dankeschön. Damit haben wir Bomben. Ach ja, das Mikrofon. Damit haben wir Bomben. Und können Bomben tragen, ja. Okay, ciao. Notiz zur geplanten Mondreise. Die Bombenantrieb muss noch getestet werden. Aha. Das ist natürlich äußerst interessant. Gut, was machen wir denn jetzt noch? Ich glaube, das war so ziemlich alles, was ich in der Stadt erledigen wollte. Ja, ich glaube schon. Dann gehen wir doch zurück zum Sumpf. Und dann haben wir schließlich noch mehr Sachen zu erledigen. Nicht wahr? Ah, ich kann... Aha, ich kann das skippen. Haha, ha, ha, das ist toll. So. Darf ich jetzt nochmal mit dem Boot fahren oder muss ich jetzt alles hüpfen? Ach stimmt, dir hätte ich eigentlich das Papier bringen können. Ja, egal.
Die mache ich mal alle auf einmal, die ganzen Dekus. Hey, kann ich nochmal Boot fahren? No. Ich habe nicht genug Geld. Na toll. Dann hüpfe ich eben. Nein, 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 das reicht nicht. Doch, das reicht? Wow. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Boah, das ist aber weit. Ach so, ah, deswegen. Ha, weil ich auf den hier erst muss. Das macht natürlich Sinn. Was ist das denn jetzt da? Toll, Geld, das ich nicht aufheben kann. Oh, doch, kann ich. Hoch da, hoch da, hoch da. Merkt euch mal, dass dieser Frosch hier sitzt. Hallo. Aber ich kann hier doch überall schwimmen. Jetzt habe ich genug Geld. Gehen wir zurück und fahren doch mit dem Boot. Quatsch. Jetzt sind wir eh schon fast da. Genau, da vorne ist es ja schon. Das ist okay. Ich finde, es ist ein toller Weg dorthin, wenn man hüpft. So, wir waren ja noch gar nicht in den Palastgärten da. Wollen wir jetzt natürlich auch noch hin. Denn irgendjemand hat uns schließlich gesagt, dass es dort einen Erbsenhändler gibt, der uns Erbsen verkauft. Ja, ja, ich will nochmal den Affen verhöhnen. Ich habe Spaß daran gefunden. Total. Yay! Geh wo weg! Ich bin gerade etwas ruhiger, entschuldige das. Aber... Nee, das hat seine Gründe, sagen wir es mal so. Das Bild wird immer noch kleiner, ich verstehe. What the fuck? Nein, ich habe mich nicht erschreckt, nein, nein. Das Positive ist, wenn wir jetzt einmal rausgeworfen wurden... Könntet ihr mich bitte reinlassen? Ja, ja. Ihr könntet auch gern gucken, wo ich hingehe und mich aufhalten, aber tut ihr ja nicht. Also seid ihr selber schuld, wenn ich da lang gehe, wo ich will. Was? Ihr habt keine Lichtkegel mehr? Wirklich? Geh. Geh. Ja, toll. Nein! Spiel? Ich hasse das Spiel. Mann! Wie soll man denn da rumkommen um das scheiß Eck? Jetzt gehe ich erst auf die andere Seite. Jetzt habe ich keine Lust. Hallo, du sollst mit denen reden, Link! Ach so. Du. Da hinten ist das Herzteil. Hatte ich es doch richtig in Erinnerung. Yay! Wenigstens die eine Seite klappt. Hey, kannst du mich rausschmeißen? Oh Mann, der Part ist eigentlich vorbei, nicht wahr?
glaube ich, ungefähr. Ja, ja, normalerweise dürfte ich gar nicht eintreten, aber ihr lasst mich ja immer wieder rein, ihr Doofies. So, geht doch. Jetzt werde ich bestimmt gleich von irgendeinem von denen entdeckt. Oh mein Gott. Wo muss ich lang? Ich will erstmal das Geld haben. Aha, da ist es schon. Okay, woanders hin. Wie kommt man an die Münzen? Money! Wahrscheinlich. Wenn man nicht aufpasst, bringt einen das wahrscheinlich um. Oh, hi. Ja, ja, ich will Wundererbsen. Oh, du schenkst mir eins? Das ist nett von dir. Gib mir noch ein paar. Wir brauchen eigentlich nur eine, aber ich möchte gerne noch eine. Und dann hätte ich gerne noch eine. Vorsichtshalber, man weiß ja nie. Gibt's mir noch eine? Danke. Wir können jetzt ein Wasser holen. Warte mal. Dosenerbsen. Hier komme ich her. Hä? Was ist denn da oben? Wo komme ich hier denn raus? Oh, wie mega praktisch! Oh, wir sind genau da, wo wir hin müssen. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Tschüss.